Hallo und willkommen to a new episode of Mist Survival. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mist Survival. Wir sind wieder zu Hause. Wieso, weshalb, warum? Wir waren doch an der Tanke in der letzten Folge. Schräg gegenüber in diesem Wohnviertel, was das ist, waren Banditen, die mich komischerweise gesehen haben, mich angegriffen haben und mich so runtergehittet haben. Mittlerweile ist wieder alles in Ordnung. Ich habe mich nach Hause gerettet und verarztet und gegessen und getrunken. Des Weiteren habe ich mal offscreen nachgeschaut. Es ist komischerweise irgendwie, ich habe mich auch mal gelesen, ein Bug in meinem Spiel. Dieser rote Pickup ist bei diesem Spielstand der einzigste rote Pickup auf der ganzen Map. Es gibt keine weiteren. Es gibt viele andere Fahrzeuge, die wir herrichten können, aber da sind halt nur diese. Das ist wirklich der einzigste rote Pickup, den es hier im diesen Spielstand gibt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen frustriert, wieso, weshalb auch immer, ich weiß es nicht, weil es ist ja einfach nicht schön, sagen wir es mal einfach so. So, während ich die Zombies loote, erzähle ich noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich muss das alles mit einem separaten neuen Spielstand rebuilden, also diesen aktuellen Let's Play Stand. Da bin ich schon aktuell dran, das heißt, wir machen jetzt erstmal das Projekt Watermobil, das Wassermobil, erstmal auf Eis legen, bis ich endlich dann soweit bin. Könnte sein, dass es dann in dem Spielstand ein bisschen ein paar Veränderungen gibt, aber ich denke mal, das würde jetzt nicht großartig uns stören. Das heißt, wie gesagt, Wassermobil, das ist erstmal auf Eis gelegt. Müssen wir mal schauen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nochmal zurück zur Tanke. Ich hoffe, die Banditen sind jetzt nicht da. Und was ist hier? Warum ist hier ein Koffer? Weil hier Baumstämme sind. Okay. Warum habe ich hier Baumstämme? Habe ich, glaube ich, voll, oder? Ja, habe ich voll, habe ich voll, habe ich voll. Bretter könnte ich noch ein paar gebrauchen. Das heißt, wir machen mit der Säge Bretter. 30 Minuten machen wir schnell selber. Ja, genau. Das heißt, wie gesagt, wir fahren heute erstmal zurück zur Tankstelle, holen unseren Loot, den wir da zusammen gesammelt haben. Und dann gucken wir gleich mal, wenn wir einmal dort sind, können wir ja noch die Gegend dort absuchen. Natürlich vorsichtig gesehen. So, ich muss mal kurz nochmal nachgucken. Unser vorbereiteter Pickup, der ist soweit fertig. Utensilien. Ersatzmotor. Okay, leer, 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 leer. Gut, das heißt, den Koffer stelle ich mal separat. Zack, das brauchen wir, oder nicht, warte mal, das brauchen wir ja gar nicht. Zack. Dann können wir das aufräumen. Wie gesagt, wenn wir keinen weiteren Pickup haben, ist das ärgerlich. Aber ich kann es ja noch auch nicht ändern. So, zack, könnte man schon wieder zwei Fahrzeuge herrichten. Warte mal, das ist 45. Zack, zack. Ordnung ist das halbe Leben, drum ins Loch und nicht daneben. Nee. So, 10, die können wir wegschmeißen. Davon haben wir genug. Rachel, Kate, alle da. So, einmal die Mülltonne, einmal zack. Dann muss ich nochmal nach. Quatsch, hier. Das ist langsam zu viel. Hauen wir erstmal hier mit rein. Zack. Dann kann man den Zucker Split Half ausbreiten. Das ist perfekt. Das wird auch langsam zu viel. Zack, dann hauen wir das hier hin. Okay, das passt. Hier haben wir ein paar Kartoffelchen. Zack. Beziehungsweise kommen wir hier. Zack, 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 zack und zack. Salz haben wir hier noch ein Zweier. Böp. Da ist auch noch eine Kartoffel. Noch eine Kartoffel. Ja. Das war jetzt für die Katz. So. Ansonsten essenstechnisch geht's noch. Haben wir zwei Döschen. Mal kurze Bestandsaufnahme machen. Aber das würde ich gerne rauslooten. Zack. Das machen wir hier vorne mal rein. Zack. 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 Die Hühner sind ganz schön still. Haben wir jetzt gar keine Hühner mehr? Gucken gleich mal. Ist mir gerade etwas zu ruhig. So, schieß, schieß, Schießpulver. Schieß, schieß, Schießpulver. Erstmal für 4 Schuss. Haben wir noch etwas zum Bauen? Jetzt kommt hier hin. Ja, da kann man ordentlich immer bald langsam die Lampen anfangen, ne? Das ist ja richtig nice. Das freut mich. So, und das eine Blatt, was Glück bringt.
räumen wir natürlich auch noch auf. Das war jetzt die Eimer, ne? Genau. Ja, wie gesagt, das ruht gerade erstmal. So. Das ist voll. Das könnten wir hier lassen. Da haben wir nämlich schon zwei Kanisterchen voll. Perfekto Mundo. Siehst du, wie sieht es mit Essen aus? Wir sind zwar jetzt nicht weit weg, aber haben wir gar nichts an Bord. Das ist jetzt, ja, riskant, ne? Wie sieht's aus mit den Werten? Ha! Wir haben schon ein bisschen wieder Hunger. Aber jetzt ein Döschen zu öffnen. Haben wir hier noch was? Nein! Jo, dann nehmen wir ein Döschen halt mit. So. Hi Rachel, meine Süße. Komm. Dann gucken wir kurz nach den Hühnern. Ja, die zwei gibt's noch. Bobby 3, was wahrscheinlich Bobby 1 oder Bobby 2 war. Der ist weg. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig gefressen haben. I don't know. So. Der müsste leer sein. Den würde ich auch sogar eigentlich noch gerne, ganz gerne mitnehmen. Kann ich den hier auf... Ohne, dass es irgendwelche Probleme gibt. Hier so drauf. Wäre schön. Nee, du nicht. Ich wollte den Koffer haben. So. Ja, das sieht doch gut aus. Dann einmal safen. Und dann geht's los. Ah, 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 ah. Der Koffer an dieser Stelle macht Probleme. Das heißt, wir müssen den wirklich hier hinten draufhauen. So. Sehen wir das Ganze nochmal. Jetzt müsste es klappen. Ja, sieht gut aus. Let's go. Dann holen wir unseren Loot jetzt erstmal. Ärgerlich, dass es, wie gesagt, hier keinen weiteren roten Pickup mehr gibt. Dass es so buggy hier ist. Aber gut, das heißt extra Arbeit. Kriegen wir alles hin. Lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen noch die Gegend unsicher und ein bisschen looten. Ich hoffe, jetzt sind keine Banditen mehr da, ey. Mal vorsichtig fahren. Oh la 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 la. Oh la 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 la. So. Hier haben wir nämlich diese Wohnsiedlung. Und von hier aus haben die. Nee, nicht von hier, von der Ecke aus haben sie geschossen. Da hinten ist ein roter Pickup. Aber der ist Schrott. Den kann man nicht mehr aufbauen, komischerweise. Hier wird ein Schüler beschossen. Ach, come on! Wo denn? Er hat schon wieder beschossen. Genau das habe ich gemeint. Wir waren ja schon hier hinten, wo die Schüsse kamen. Und da glaube ich nicht, oder? Das waren ja Maschinengewehre. Da schwebt was in der Luft. Zack. Gut, dann machen wir es hinter der Tankstelle halt. Safety first. So, wir gucken gleich rein. Erstmal weg von der Straße. Gefährlich, gefährlich, ne? So. Was hat man jetzt hier drinne? Schießeisen, ein Reifen, noch eine Kartoffel, Munition, okay. Und, Entschuldigung, hier ist einer. Wow, okay, das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Sagen wir hier noch so damit spielen. Nehmen wir alles mit, was geht, ne? Zack. Naja. Zufriedenstellend sieht anders aus. Move it. Jetzt. So. Und noch der Kofferle. Na. So. Mischmasch. Ja, das lassen wir erstmal so. Wir saven das Ganze. So.
Da hinten waren wir ja schon. Jetzt geht's hier eigentlich weiter. Ich bin mal mutig. Wir haben ja gespeichert. Stellen lassen wir. Steine haben wir erstmal genug. So, den roten Pickup, den zeige ich euch gleich mal. Dass der Schrott nämlich ist. Oh, ein Rad. Nehmen wir natürlich mit. Wo kamen denn die Schüsse her? Jetzt ist gar keiner mehr zu sehen hier. Da ist nix. Auf was hab ich denn? Den Sledgehammer auf der 4. Nein. Ja, haut drauf, würde ich sagen, ne? Oh, Sprit, das ist sehr gut. Fill the can. Nehmen wir mit. 3,89 Liter. Das nehmen wir auch mit. Nehmen wir zwei, was zum Zerlegen. Ist hier irgendwas drin, ne? Oh. Leer. Schade, schade. Okay. Schön. Machete. Nehmen wir sehr gerne mit. Hat sich hier wieder verdoppelt. Dieser Bug ist immer noch. Jetzt weiß ich, die brauchen wir jetzt auch nicht wirklich mitnehmen. Zack. Let's go. Metal Scrap. Was will man mehr? Den Wohnwagen nehmen wir auch gleich noch mit. Und dahinter steht dann ein Bandit, der uns über den Haufen schießt. Das wär's. Nein, bitte nicht. Ich hab das nicht gesagt. Hm? Noch ist alles ruhig. So. Gott. So, wir gehen gleich in dieses Haus hier rein. Ich will euch das mal zeigen. Guckt euch das an. Keine Türen, gar nichts. Man kann nicht mal in die Motorhaube gucken. Also das ist einfach nur ein Schrotthaufen, mit dem du nichts anfangen kannst. So. Das scheint hier das diese City mal gewesen zu sein. Aus Staffel 1. Oh, Generator. Kann ich den abbauen? Geiler wäre es natürlich, wenn man den mitnehmen könnte, aber der geht nicht zu moven. Aber er geht abzubauen. Ja, zwei Elektroparts. Nice. Nice, 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 nice. Oh, ich wollte sagen, was ist unser Pickup? Ein Wassertürmchen. Ist hier jemand drin? Da ist ruhig aus, ne? Okay. Geht nicht abzubauen. Hm, Militärfahrzeuge. Okay. Ich will mal kurz hier hoch. Staffel 1 war immer eigentlich bei den meisten Turmen was oben. Bis jetzt hatten wir jetzt hier in Staffel 2 leider kein Glück. Bis jetzt. Sehr schön. Kann ich die eventuell auch anlegen? Jawohl. Wie viel Prozent hat sie denn? Wo ist sie denn hier? 52,8. Oh ja, immerhin. Zack, dann geht's wieder runter. Und dann wagen wir uns mal in dieses Haus hier rein. Ich bin gespannt. Ich würde mal das Auto holen. Schon wieder ein bisschen rum. Ja, ja, komm, das schaffst du. Er spackelt schon wieder ein bisschen rum. Das ist nicht so schön. Ich stehe noch nicht gerade. Jetzt stehen wir. Nein, ich stehe wieder nicht gerade. Jetzt stehen wir gerade. Wir haben jetzt aber alles noch mit, oder? Ja. Gut. So, let's go.
höre keine Zombies. Bandage, sehr gut. Gute Bandage. Looten, looten. Herzlich willkommen beim Thief Simulator. Wie schnell kann man eine Wohnung ausräumen, beziehungsweise ein Haus? Gut, ein bisschen Loot. War jetzt nicht gerade das dickste vom Ei, aber besser als gar nichts. So, das geht nicht. Ich warte darauf, dass die Banditen gleich auftauchen oder so. Jetzt zur Garage. Nix, okay. Munition ist immer gut. Munition ist immer gut. Crowbar. Haben wir natürlich wieder nicht einstecken. Haben wir Lockpick? Haben wir auch nicht einstecken. Schlechter Einbrecher. Hey, Crowbar. Hier. Zum Glück haben wir direkt vorm Haus geparkt. So, pass auf, das lohnt sich jetzt überhaupt nicht, dass wir jetzt hier 5 Minuten die Tür aufbrechen. Würde mich jetzt zumindest nicht überraschen. Munition. Ein einzelner Schuss. Ist das euer... Oh Mann. Ja. Wow. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Und du kannst es noch nicht mal abbauen hier. Okay. So. Gucken wir mal oben noch. Dann sind wir hier durch. Auch wieder verpackt, die kannst du nicht öffnen. Das ging sowieso nicht. Das kann ich öffnen. Ja, bisschen Munition, das geht auch nicht. Das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht gerade sehr... Ach, hier haben wir noch Schränkchen. Nägel. Nichts. Nachzeug. Ja, Flaschen. Oh ja, da ist es auf dem Klo. Na gut. So. Oh, ein Hämmerchen. Da ist zum Beispiel voll. Wow. Ein Hardstick. Wer hebt bitte einen Hardstick im Schrank auf? Ja gut. Kinder, ne? Die machen vieles. So, jetzt können wir das hier rein. Ach, wir hatten schon einen. Ich dachte, wir hatten... Alright. Gut. Geht nix. Der Werber wieder mal. So, zack. Nassack. Oh, Lockpicks. Okay. Oh, da haben wir das Haus fertig gelootet. Mehr ist hier nicht. Hier waren wir noch nicht. Gut. Jetzt haben wir es leer gelootet. Beeil mich mal ein bisschen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf. Auf Banditen zu treffen. So, zack. Zack. Würde ich die roten Components reinhauen. Zack. Das kann man hier lassen. Schauen wir hier rein. Haben wir jetzt noch irgendein anderes Fahrzeugkomponente? Nein, ne? Bloß das Rad. So, Nischel zum Bauen. Da passt das rein. Nasszeug. Das ist alles noch stackbar, ne? Was nicht stackbar ist. Jetzt mal hier die. Ja, ist ja gut. Warte mal, nehmen wir das mit. So, warte. Zack. Autoreifen. Batterie. Waffen. Ne, Bauzeug. Dann machen wir hier die Waffen rein. Zack. Zack. Und zack. Das brauchen wir jetzt nicht. Die Quoba lassen wir am Mann. So, Bastel. Kommt das mit rein. Sticks, zack. Hier tun wir mal die ganze Verpflegung rein, die wir so haben. So, zack. Und zack.
Tücher. Munition. Packen wir hier erstmal mit rein. Nachzeug. Streichhölzer. Hatte ich nicht. Das hier mit rein. Schmerzmittel hatten wir jetzt schon, ne? Ja. Dann können wir das hier mit reinhauen. So. Zack. Brechstange bleibt hier. Der Klee. Den hauen wir hier mit rein. So. Dann sind wir hiermit erstmal durch. Jetzt würde ich gerne noch dieses Fahrzeug hier holen. Sehr gut. Sehr gut. Auch Synkerz. 3 Minuten. Und Benzin. Da, oh, sehr gut. Das sind wir auf gut 6 Liter. 6,32. Perfekt. Dann einmal meinen Sledgehammer bitte. Let's go. Die Components und Metal Scraps nehmen wir natürlich sehr gerne mit. So. Nicht das? Nein, warum auch? Okay, hier haben wir den nächsten. Der geht auch, perfekt. Wir sollten mal zwischendurch speichern, nicht, dass jetzt wirklich die Banditen plötzlich spawnen. Ihr habt es von uns mitgekriegt, wir wurden ja beschossen. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung, woher genau. Ich habe nur die Schüsse wahrgenommen. So, safe. Sieht aus mit dem Spind da oben. Warte jetzt. So. Fahren wir ein Stück vor. So. Ein Spielplatz. Kann man den auseinandernehmen? Das müsste ja gehen. Jawohl. Hau den Lukas. Komm, gib sie mir die Metal Swaps Components. Ja, gut. So. Das geht leider nicht. Schade. Das geht leider nicht. Dann wird das ja auch nicht gehen. Ja. Geht nicht. Ein Wohnwagen. Ich kann aber komischerweise nicht hochklettern. Hier stehen die, genau, hier stehen die Armeefahrzeuge. Das wird auch nicht gehen. Ich gucke das gleich mal mit. Sollte mal die Waffe wechseln, falls hier Banditen auftauchen. Gut, hier gibt es nichts. Nichts, nichts. Gar nichts. Ist das euer Ernst? Hier oben vielleicht. Nichts. Okay. Ich merke es mir. Wir haben noch Schrottautos, die wir aber nicht abbauen werden können, weil die nur zur Verschönerung da sind. Quatsch. Gib mir den Vorschlag, Hammer. Components, Components, Metal Scrap, Metal Scrap, Components. Moment, ist alles ruhig. So, let's go. Fahren wir ein Stück vor. Müssten sogar, glaube ich, Zombies drin sein. Ich weiß es gar nicht. Ja. Muss mal aufpassen, dass hier rausgerannt kommen. Da ist noch ein Wasserturm. Da können wir auch mal hochklettern. Stamina ist down. Gehen wir mal zu unserem... Oh, der kam gerade rausgerannt. So schnell kannst du gar nicht canceln, ey. Au. Das tat weh, Jungs. Oh mein Gott. Save it. Oh. Kommst doch plötzlich rausgesprattelt. Weit über die Grenzen.
Holy shit, jetzt bin ich erschrocken. Holy moly. Du bleibst drin. Ich bin nicht fertig. Schusswaffe ab zum Wasserturm. Zack. Da können sie uns mal versuchen zu kriegen. Also mal gucken, ob wir hier auch wieder Glück haben. Das erste Mal, dass wir einen Wasserturm vor uns gefunden haben. Und es bleibt auch dabei. Das erste und einzigste Mal. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Wie sieht denn unsere Bewaffnung aus? Meine, wir müssten ja hier noch Pfeile haben, oder? Ja, perfekt. Dann versuchen wir mal uns jetzt im Bogenverein. Man sieht nichts, zu verspiegelt. Headshot. Ach, knapp daneben. Ah. Sei ein lieber Zombie und geh wieder ins Haus. Das ist ja warum die Ecke gleich rennen müssen, ne? Oh, knapp. Headshot. Vorhin ist hier auf jeden Fall rumgerannt. Oh, da ist noch mehr, oder? Der kommt um die Ecke, Headshot. Ja. Und da sind immer noch welche. Für mindestens zwei. Na. Was hat er denn der so? Jetzt ist Ruhe. Ne. Einen gibt's noch. Dein. Zwei sogar. Drei. Wie viele sind in dem Haus? Da kommt einer, da kommt einer. Ach, was bewegst denn du dich? Bleib mal ruhig. Danke für den Zucker. Das jetzt der einzigste noch oder nicht? Wie viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zombies. Willst du mich verarschen? Das ist doch keine normale Bude, ey. Da muss es irgendwas Besonderes geben. Kam noch einer, sag ich doch. Jetzt geht er dort rein. Wir haben gerade mal einen Pfeil von allen, die wir verschossen haben, gekriegt, ne? Was zieht denn der, ey?
Vergiss es. Vergiss es, nicht mit uns. So. Oh, die Geräusche. Gehst du mutig reinkommen, diese komischen Geräusche, ey. Bisschen runtergegangen, oder? Oh. Danke. Was ist das für eine Bude, ey? Hab ich noch nie so gesehen. Wo ist der andere hin? Oh, süß. Ein Zinkmännlein. Da. Mama! Irgendwann ist auch mal gut, oder? Jetzt ist Ruhe. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Oh, ein Köfferchen. Ein Köffer. Ah, wir haben noch einen. Okay. Boah, was ist das für eine Bude? Au. Oh. Wow. Wow. Haben wir dafür schon was? Ja, haben wir 19. Ich würde das mal umtauschen. Nice, noch so eine Militärkiste. Gefällt mir. Auch wenn das hier der Keller sehr riesig ist und sehr verwinkelt. Aber oh, wieder eine doppelte. Nehmen wir sehr gern. Ja, pass auf, dann machen wir das so. 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 Da haben wir jetzt zwei Militärkisten. Und der Nebel kommt. Och nö. Und den Koffer. Nice. Gut, das heißt, dass wir hier wahrscheinlich jetzt im Haus ausharren werden. Ach, komm mal. Zombies haben wir jetzt alle weggelootet, ne? Hab ich nicht gerade eine Munition irgendwo gesehen? Ein Pfeil? Da. Danke. So, die ersten sind schon wieder flöten gegangen. Ich glaube, 7 oder 8 Zombies haben wir jetzt hier erlegt. Heidi Witzke. So, aus einer Militärkiste wurden dann 2. Das freut mich. So. Zack. Was mich nicht so freut, ist der Nebel. Aber den werden wir jetzt erstmal hier aussetzen. Denn wir sind auch schon am Ende mit der neuen Folge von Mist Survival. Ich hole jetzt noch das Köfferchen. Hier ist der Koffer. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge hier an selber Stelle wieder. Wenn wir dann quasi das Haus fertig looten, würde ich sagen, oder? Beziehungsweise vielleicht loote ich das auch schon offscreen mal leer. Weil ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Aber wir haben hier noch ein bisschen was zu entdecken und zu looten. Guck mal, hier sind so ein Schränkchen. Oder warte mal, wir gucken mal ganz schnell. Ist halt jetzt gerade blöd mit. Warte mal, das hier. Zucker. Müssen wir alles separat ordnen. Aber wir können ja mal ganz schnell. Jetzt kommt der Nebel. Oh, das ist blöd. Aber wir sollten auch relativ safe hier sein, oder? So, zack. Da gibt es noch was. Mampfi. Wenn das Zeug im Weg steht, ist schon blöd. Hier Hunger haben wir, das ist schon relativ schlecht. Dann hauen wir das rein, dann ist Durst und Hunger auch gleich mal aufgehoben. So, dann können wir noch einen Slot holen, indem wir Equipment aufmachen. Und zack. Ganzer Stack und ein einzelner Pfeil fehlt uns. Haben wir ordentlich verschossen. So, das Schränkchen könnten wir eigentlich auch mitnehmen, aber ich glaube, das werden wir gar nicht mit dem Wagen mitkriegen, oder? Hier haben wir noch eine Munition. Oh, oh, oh. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Equipment, erworben. Zack. Und hier fehlen uns nur noch 6 Pfeile, die wir aber wahrscheinlich nicht komplett alle wiederkriegen werden. So, wir gucken kurz in das noch ein Pfeilchen. Das ist sehr gut. Die Küche ist sehr neu. Die können wir nämlich nicht looten. Das ist ja blöd. Aber läuft doch. Jawohl. 4 fehlen. Okay. Auch nicht so schlimm. Wer weiß, wo wir die alle noch hin verschossen haben.
Rausgehen möchte ich nicht. Der ist weggespawnt. Ihr habt es gerade gesehen. Kommt jetzt die Lootrunde in dem Haus. Das machen wir noch zusammen. Dann kann ich das offscreen ordentlich, wenn der Nebel vorbei ist, in Pickup sortieren. So, mal gucken, ob es überhaupt... Hier geht nichts. Ob es überhaupt noch so viele Sachen gibt, hier zu looten. Hier so ein Schränkchen. Das haben wir. Hier ist nichts, okay. Im Bad war auch nichts. Alles safe. Muss mal nachladen. So. Waschraum. Gar nichts. Null. Zero. Nada. Nothing. Läuft bei euch. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Die Schränke sind nicht nutzbar. Nicht nutzbar. So. Oh. Drei Spinde. Willst du mich verarschen? Handschuhe. Haben wir diese Munition schon? Das ist... Nein, ich glaube, die haben wir noch nicht, ne? Oder doch? Okay. Dann haben wir hier noch drei Spinde, die wir mitnehmen müssen. Tivitzka. Und... Der letzte Raum. Hier haben wir die Militärkisten gefunden. Hier ist aber nichts weiter. Okay, schon ein Zombie draußen. wo war denn das hier? Sehr verwinkeltes Haus. Beziehungsweise der Keller. Das erste Gebäude mit Keller, ne? Also ebenartig oben. Und... Ja, und dann geht's hier in den Keller rein. Das ist das allererste Gebäude, was ich so sehe. Gab's in der Staffel 1 auch noch nicht. So, ich stelle mal hier bereit. Schauen wir mal schnell hoch. Dann bereite ich offscreen alles vor für die nächste Folge. Und dann sehen wir uns morgen quasi hier an Ort und Stelle. Wenn der Nebel dann weg ist. Aber das muss ich hier noch aussitzen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Munition verschossen. So. Und ich muss sowieso offscreen mal gucken, wie ich das am besten jetzt alles so stapeln tue. Damit wir alles mitkriegen. Weil wir hier sind. Wollen wir natürlich alles mitnehmen, ne? So. Wollen natürlich auch nicht, dass der Wagen vor uns liegt. War jetzt auch nicht so dicke. So, letzter Spind nach oben. Und dann sind wir auch jetzt am Ende mit der neuen Folge von Mist Survival. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn du siehst, dann lass doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Mist Survival wieder, wenn wir dann weiter in dieser Gegend hier, wie gesagt, rum erkundschaften und looten und dann mal gucken, was wir noch so Schönes alles hier finden. Am Ende müssen wir vielleicht sogar nochmal nach Hause fahren, weil uns der Platz auf dem Pickup ausgeht. Das war aber erstmal eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.